Was macht eigentlich ein Kompressor? Akustisch, klassisch ausgebildete Musiker wie ich haben da wirklich ein Bild mit 7 Siegeln vor den Augen. Was macht dieses Ding eigentlich? Ich habe mich eingelesen und will es euch heute ein bisschen zeigen. Ein Kompressor komprimiert. Was soll das heißen, komprimiert? Der kann auch keine Musik komprimieren, das wird doch quietschig. Wir müssen natürlich technisch denken, in Waveformen. Die Spitzen, die oberen Spitzen, die lautesten Stellen werden ein bisschen runtergedrückt. Die leisen Stellen werden ein bisschen höher genommen. Dadurch wird die Waveform insgesamt enger und ich kann sie dann höher setzen und damit kann ein Kompressor zum Beispiel helfen, eine ganze Spur lauter zu machen. So, für unsere Audioeffekte gibt es jetzt 2 Möglichkeiten, die zu benutzen. Wenn ich weiß, ich werde mehrere Instrumente durch einen Kompressor schicken, dann bietet es sich an, die Send-Funktion zu benutzen. Über Send wähle ich einen freien Bus aus, das ist dann eigentlich egal welcher. Und ich zeige das mal mit dem Mischpult, weil das ist nämlich ganz interessant. So, hier sind schon einige Auxiliary-Kanäle entstanden. Und sobald ich jetzt einen freien Bus aussuche, sagen wir mal 17, entsteht hier ein neuer freier Auxiliary-Kanal. Das ist dann der Bus 17. Und auf diesem Bus kann ich jetzt meine Audioeffekte untereinander einfügen. Zum Beispiel den Kompressor. Dann ist nur entscheidend, wie viel ich den Bus jetzt hochregle mit diesem kleinen Drehregler. Die zweite Möglichkeit, dafür brauchen wir den Mixer nicht mehr, ist, dass ich per Insert direkt auf diesem Spurentrack meinen Audioeffekt einfüge. Das macht bei einem Kompressor durchaus Sinn, der frisst nicht so viel CPU-Leistung. So, auf geht's, rein nach Logic. Ich habe hier mal aus mehreren Bibliotheken ein großes Orchester zusammengeschustert und wollte mal so eine Art Agentenfilmmusik schreiben. Wir hören mal kurz rein. So, ihr hört schon, ich habe auf jeden Fall schon mit Hall gearbeitet und wir wollen uns jetzt mal ein bisschen die Aufgabe des Kompressors angucken. Dazu gehe ich mal hier in die Streicher rein. Wie gerade schon besprochen, ich lege mir den Kompressor per Insert auf dieselbe Spur. Wir finden das hier unter Audio Effects. Hier habe ich ihn schon mal benutzt. Ansonsten findet man den unten bei Dynamics Kompressor. So. Wichtig ist immer, hier oben schaltet man ihn an und aus. Da kann man dann sozusagen vergleichen, macht das eigentlich einen Effekt. Wir nehmen uns mal nur die liegenden Streicher, wie ich sie genannt habe, mit den Akkorden, machen eine kleine Schleife, dann können wir gut hören, was wir machen. Es hat einen spürbaren Effekt. So, was habe ich gemacht? Also, das Ausgangssignal, was aus unserem Kompressor rauskommt, schalte ich auf minus 1 dB, damit ich mich auf keinen Fall der Schmerzgrenze von 0 dB nähere. Das Eingangssignal, was reinkommt, will ich jetzt komprimieren und anheben. Ich habe hier plus 4,5 dB ausgewählt und ihr hört, das macht schon spürbare Präsenz. Dazu benutze ich den Kompressor, das soll er machen. So viel zum Kompressor. Ihr habt gesehen, wie man den einsetzen kann. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Viel Spaß!